So Leute, heute ist wieder Commentary Freitag und bevor ich jetzt beginne über das Thema zu reden, will ich noch schnell zum Gameplay was sagen, und zwar ist das von mich auf der PS3 spielt. Es ist ein Nuklear-Gameplay in Black Ops 2 mit der MP7 auf Hijacked. Und ja, er nimmt seine Gameplay jetzt wieder auf der PS3 auf, das spielt er wesentlich besser als am PC. Also, ja, will ich nur sagen, und er hat mit zwei Freunden gespielt. Und einer der beiden hat ihn supportet, und ja, ich könnte jetzt eigentlich schon mit dem Thema anfangen, aber davor will ich nochmal sagen, dass ich erstens leider keine Kanaldesigns mehr mache, da mir die Zeit dazu fehlt. Es schreiben mich immer mehr Leute an und mir fehlt einfach die Zeit. Bis jetzt hat es Spaß gemacht, aber jetzt macht es mir echt keinen Spaß mehr. Ich bin zwar in der Zeit um einiges professioneller geworden, ich habe in der Zeit sehr viel dazugelernt, aber trotzdem, es macht mir keinen Spaß mehr, und jetzt, ja, damit höre ich jetzt leider auf. Also die laufenden Kanaldesigns werden noch fertig gemacht, aber ab jetzt nehme ich alle Anfragen ab. So, und dann wollte ich noch sagen, dass ihr mir Themen vorschlagen sollt, denn mir gehen absolut die Themen aus. Ich habe mir das Thema, das war das letzte Thema, was mir noch eingefallen ist. Ich habe jetzt eine Stunde lang nach einem Thema gesucht und ich dachte, ich nehme jetzt einfach mal das. Und ja, bitte Leute, bitte, ich brauche Themen von euch. Schreibt mir in die Kommentare, das ist jetzt das Allerwichtigste. Ihr müsst mir Themen in die Kommentare schreiben, sonst werde ich vielleicht die Kommentare wirklich nicht weitermachen können, weil mir die Themen ausgehen. Ja, und beginnen wir mit dem jetzigen Thema Shooter. Und zwar geht es heute um Shooter wie Battlefield, also allgemein um Genre Shooter. Und zwar Ego-Shooter, so wie Battlefield 4, COD Ghost, Titanfall, das sind jetzt die drei neuesten Shooter. Titanfall kommt natürlich erst, aber trotzdem, ich will jetzt auch ein bisschen über Titanfall reden. Und zwar, der Shooter von den drei, den ich aktiv spiele, ist Battlefield 4. Ich muss sagen, ich war jetzt nicht wirklich so begeistert vom Spiel, es könnte besser sein, aber ich flame jetzt auch nicht so rum wie andere Leute, also so schlecht finde ich es auch noch nicht. Es ist halt noch sehr stark verbuggt, aber ja, da kann man nichts machen. Und dann gibt es natürlich COD Ghost, das habe ich am PC habe ich noch nicht gespielt, das habe ich auf der Xbox One und auf der PS4 gespielt. Meine besten Eindrücke hat es auf der Xbox One hinterlassen, da es da ausnahmsweise mal nicht geleckt hat, als wir Offline Splitscreen gespielt haben. Als wir auf der PS4 Offline Splitscreen gespielt haben, hat es sogar geleckt, und das ist extrem scheiße, wenn es offline leckt im Splitscreen-Modus, das ist extrem scheiße. Und ja, deshalb bin ich von Ghost richtig enttäuscht. Ich werde mir jetzt auch Black Ops 2 zulegen. Dann können mich und ich am Together Mittwoch zu zweit Black Ops 2 spielen, denn Ghost lege ich mir sicher nicht zu. Das tue ich mir nicht an, dieses Spiel, denn es hat mich auf der PS4 habe ich öfter gespielt und dort hat es mich einfach so aufgeregt. Es gibt so viele Camper in dem Spiel. Ich finde, Infinite Ward hat hier total daneben gegriffen. Ich hoffe, das nächste Call of Duty wird besser. Und ja, Titanfall kaufe ich mir auch auf jeden Fall, denn das läuft ja komischweise auf der Source Engine, und die Source Engine, die gibt es natürlich auch, wie der Name schon sagt, bei Counter-Strike Source, und dort habe ich angenehme 300 FPS, also bin ich gespannt, wie viel FPS davon wegkommen bei Titanfall. Dürften angeblich nicht so viele sein, das heißt, wenn mein PC schon mal die Leistung schafft, also dass er sie schafft, weiß ich, denn er schafft auch Battlefield 4, und ich glaube, dann wird er auch Titanfall schaffen. Das finde ich schon mal extrem geil, dass Titanfall von der Grafik her gut ist, aber trotzdem nicht allzu viel Leistung zieht. Und ja, und ich muss sagen, die letzten COD-Teile, also MW3, also MW2, MW3 und Black Ops 2 und Black Ops 1, meiner Meinung nach recht gut, also ich habe sie immer gern. Ich habe sie alle nicht auf dem PC, ich habe sie alle nur auf der PlayStation bei Freunden gespielt. Ich muss sagen, es hat einfach total Bock gemacht, auch wenn ich nicht der Beste bin auf der PS3 oder auf der PS4 und auf der Xbox. Trotzdem hat es total viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, COD Ghost hat den Spaß für mich nicht mehr. COD Ghost macht für mich keinen Spaß. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel hat einfach keinen Spaß für mich. Battlefield 4 ist da meiner Meinung nach noch der beste dieser Shooter. Wie Titanfall wird, kann ich euch erst wirklich sagen, wenn das Spiel draußen ist, denn ich habe keinen Beta-Key bekommen. Ja, leider. Und ja, ich labere jetzt noch eine Minute hier. Und zwar, also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euch kaufen sollt, ich würde euch Battlefield oder Titanfall empfehlen. Also wenn ihr euch jetzt überlegt, eins der Spiele zu kaufen, wartet auf jeden Fall, bis Titanfall kommt und hört euch dann Feedback der Leute an, denn Titanfall dürfte richtig gut werden. Ist ja auch von den Entwicklern von Modern Warfare 2. Also das ist so, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 und Ghost wurde ja von Infinity Ward entwickelt. Doch nach Modern Warfare 2, was meiner Meinung nach das zweitbeste Call of Duty war, hat sich ein Teil von Infinity Ward abgeüber Publisher, ist dann halt EA, und jetzt hat mein Handy vibriert. Egal, und ja, über Publisher ist EA davon, das finde ich auch nicht so schlecht. Ich meine, okay, EA ist ganz schön asozial, aber dann doch nicht so asozial wie Activision, denn
das finde ich ja außerdem extrem scheiße, was die mit CD Ghost abziehen. Das ist meiner Meinung nach eine Abzocke, deswegen. Wie gesagt, ich empfehle euch Battlefield 4. Meiner Meinung nach der absolut beste Shooter, den es hier gibt. Und ja, das war's eigentlich schon. Wie gesagt, das war jetzt kein wirklich ausführliches Commentary, doch mir ist einfach kein Thema eingefallen. Bitte schreibt mir Themen in die Kommentare. Ja, ein Teil, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, wurde ein Teil des Gameplays gespeedet von Michi, da er dachte, der Teil ist langweilig, den hat er dann schon, bevor er mir das Gameplay gegeben hat, gespeedet. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Freitag, wenn wir uns beim Commentary wiedersehen. Und ja, bye! Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?